Weiter geht es hier mit dem Internet-Café-Simulator und hier wird scharf geschossen. Alter Falter, unsere Wachleute sind ja richtig hart drauf. Mann. Wer den letzten Livestream verfolgt hat, konnte sehen, wie wir den ganzen Laden weiter ausgebaut haben. Wir haben mittlerweile hier einen fetten Bouncer, einen Türsteher stehen, der ballert hier alle Leute um. Und wir haben einen Schutzmann da hinten, Alten, der ballert den Bomberman um, den sackgängigen. So, wir machen erstmal auf den Laden. Ab geht es. Und so sieht der Laden jetzt aus. Nachdem wir den ganzen Livestream über hier schön gezockt haben, das Game, machen wir erstmal auf hier den Laden. So, es ist geöffnet. Ja, sind wir natürlich ordentlich weitergekommen. Schön erstmal hier die ganzen besseren Spielekonsolen und die ganzen besseren Automaten hier aufgestellt. Hier die Küche verbessert. Ich glaube, das muss ich irgendwann mal hier ein bisschen auseinanderruppen. Den Würstchenautomat, Alter, mit Lenkrad. Mega. Ja, dann haben wir hier natürlich noch so verschiedene Konsolen hingebaut, beziehungsweise hier so eine VR-Ecke, so eine Gaming-Area und hier auch noch so ein Konsolen-Zocktisch. Läuft, mehrere Räume quasi dazu gekauft und jetzt geht es ran, ja, dass wir quasi das letzte, den letzten Ausbau noch machen. Das heißt, es geht nach oben hin weiter, nächste Etage und da werden wir dann schön hier so eine Gaming-Area machen fürs Hochwertige. Da kommen dann die guten Sachen ran. Guck mal, er will zocken. Sie auch, jawohl. Dann lassen wir denn die beiden auch erstmal ran. Wunderbar. So, Alten, dann kannst du mal schön ein bisschen zocken. Ah, so, wir müssen erstmal ein bisschen hier überprüfen. Ich habe gemerkt, es ist draußen hier, es ist arschkalt. Es ist 15 Grad kalt. Hoppala. Da werden wir ein bisschen durch, Alten. Und hier drin ist es auch arschekalt, Alter. Ich weiß gar nicht, warum, ey. Ich musste überall mal Aircondition reinbauen. Weißt du was? Ich hau die mal auf automatisch. Auto. So. Dass das hier nicht so arschekalt ist. Nah dran. Oh, Alter, da wird wieder geschossen. Mach ihn platt, Alten. Hau ihn um. Sehr gut, Alter. Sehr, sehr gut. So, automatisch. Hier ist auch schon. Und dann gucken wir nochmal hier auf dem Scheißhaus, Alten. Ja, hier ist es alles zum Glück wieder sauber. Auch auf automatisch. So. Ja, gucken, ob hier auch schön geputzt wurde. Ja, läuft. Ekelhaft. Komm, wir spülen einfach mal überall durch, ey. Ist ja nicht auszudenken, Alter. Und mein Robo. Ich hab. Hier, komm. Da ist er. Jawohl, mach sauber, Alten. Nüp. Und der Nono kommt und macht wieder alles sauber. Zack, direkt die nächsten. Sehr schön. Das ist richtig geil. Das ist richtig geil. Das war ja meine größte Sorge. Hoppala, er will zahlen. Nein, jetzt konnte er nicht zahlen. Das Geile ist, er konnte nicht zahlen. Und sofort, bam, Roundhouse-Kick, wurde er umgekickt. Zack, 300 Ocken wieder einkassiert. Und der ballert. Es ist perfekt. Es ist perfekt. Sofort alle wegholzen. Sofort die Kohle einkassieren, Alten. Mega. Der Muckimann macht das. Und der Ballermann sorgt für Ordnung. Also, der Laden mittlerweile safe. Ganz, ganz selten, dass es vielleicht nochmal der Dieb reinschafft. Aber auch da, wenn er irgendwas packt, dann kriegt er auf die Nuss. Ja, er macht hier so ein bisschen, ne? Schön Spaß, dass die Leute reinkommen. Oh, schönen guten Tag. Siehst du, und jetzt ist hier wieder dieser komische Bug, dass ich nicht abkassieren kann. Warte mal, schnell genehmigen. So. Jawohl, 577 Ocken. Das ist richtig geil. Ich dachte ja die ganze Zeit, dass diese großen Automaten hier mit dem Lenkrad und so, 5 Sterne Deluxe, dass die meiste Kohle bringen. Aber wenn man hier mit allen Games mittlerweile gekauft auf Steam und was nicht alles, wenn man da die guten Spiele, die guten PCs, die Gaming-PCs und so kauft, dann ist das richtig geil. Dann hatte ich ja hier den Laden ausgebaut. Gucken wir mal eben nach. Hier Werbung aktualisieren. Genau. Wir besitzen mittlerweile. Ja, mach ihn platt! Wir besitzen mittlerweile neuen Raum, neue Küche, Toilette, wofür auch immer. Vielleicht ist es einfach nur so i-Tüpfelchen.
Treppenhaus und, hoppala, ich glaube, da will einer zocken. Piep. EC-Gerät. Das quietscht so in den Ohren. Jawohl. Und, wo waren wir? Genau. Jetzt müssen wir quasi oben nur noch den nächsten Raum machen. Oder die nächsten zwei Räume. Wir haben mittlerweile $48.000. Mittlerweile kommt die Kohle richtig gut rein. Also, sorgenlos. Und das mit den nächsten Räumen, das werden wir auch noch machen. Das heißt, wir werden... Hau ihn um! Bam! Jawohl, Alter. Oh ja, danke schön. Warte, ich kassiere eben ab. Das ist komisch, aber so klappt's. So klappt's. Wenn man sich so zur Seite dreht, dann funktioniert's. Oha, da sind sofort wieder welche reingekommen. Drei Leute mit Genehmigung. Zack, zack, zack. Ich glaube, hier die ganze Zeit sitzen und Genehmigung drücken, könnte wirklich anstrengend werden. Artet ja fast in Arbeit aus. Kann man mal ein bisschen hinterher putzen. Ich glaube, da kommt der Robo gerade nicht hinterher, hier mit den ganzen Kippen. Ah, guck mal, da ist er schon. Jawohl. Ach, das ist ja hier mein Prüfgerät. So, ich habe jetzt ja gerade mal alles auf automatisch eingestellt mit der Klimaanlage. Aha. Es ist warm, 25 Grad. Das ist angenehm. Es ist nicht heiß. Das hatten wir im Stream auch. Da war es auf einmal heiß und es liegt tatsächlich an der Außentemperatur. Das ist schon mal nicht schlecht. Hier ist es kalt. Klimaanlage stellt alles ein. Top. Ein Dauerproblem gibt es aber immer noch. Und zwar stinkt es hier immer nach Puma-Käfig, Alter. Anders wild. Ja, ist schon wieder so. Du rennst hier mit der Sprühdose rum, als ob die den ganzen Tag nur Bohnen fressen und das bei mir alles rauslassen. So, und ich frage mich echt, wie man das irgendwie abschalten kann. Ich habe schon überall hier die Ventilatoren hingestellt. Aber irgendwie... Na doch, jetzt hält es gerade so einigermaßen. Das ist nicht schlecht. So, Sprühdose hin. Die Ersatzsprühdose auch nochmal. Und die dritte Ersatzsprühdose auch nochmal. So. Perfekt. Eine geile Sache habe ich noch gar nicht gezeigt. Alter, wir sind voll im Business. Komplett to the moon, Alten. Mit dem Lambo über den Mond. Wir sind all in im Bitcoin-Business, Alter. Krypto Deluxe. So ist es nämlich. Guck dir das an. Wir haben uns erstmal hier schön so einen kleinen Miner geholt und dazu noch ein ganzes Mining-Rack, Alten. Und wir sind hier komplett am Leechen. Wir meinen den Shit. Hier haben wir schon mal schön zwei fette Grakas drauf. Falls ihr euch wundert, warum die Grakas gerade alle so teuer sind. Hier sind sie. Massiv Kohle, Alten. Und wir haben hier nochmal schön zwei Grakas. Und die müssen wir doch mal hier irgendwie nochmal draufkriegen. Wie war denn da? Mal gucken. Kann ich die... ich drücke F, ah, zack. Und habe ich noch eine, komm, da geht doch noch eine rein. Passt das? Ne, komm und Alter. Maximal am Leechen, Alten. Gib mir den maximalen BTC. Läuft. So, und jetzt können wir eben gucken am Rechner. Oh ja, schönen guten Tag, Alten. Gib mal her deine Kröten. Kann ich gleich direkt wieder investieren. Warte. Alter, 600. Hau ihn um! 7, fast 800. Der Bouncer lohnt sich, Alter. Wir können mal eben reingucken, bevor wir hier in die Krypto gehen. Personal, hier, Mitarbeiter. Guck dir das an. Das ist so geil, Alten. Das ist der Guard gegen den Bomberman. Für 300 Tacken in 5 Tagen. Mega gut. Bei ihr hier bin ich mir nicht so ganz sicher. Und genauso bin ich mir nicht so sicher, ob der Koch richtig irgendwie, ob sich das lohnt. Aber es ist, glaube ich, einfach so nice to have und vielleicht sind dann die Kunden zufriedener. Meh, passt schon. Hier der Hoppelhase da vor der Tür ist auch ganz nett. Was übelst ehrenhaft ist, ist hier der Sauger. Man kann leider nicht 2 Stück kaufen, würde ich direkt machen. Und richtig geil natürlich der Bouncer, der Diebe und... Jawohl, hau ihn um! Ratsching, die nächsten 200 Orken. Er lohnt sich übelst und natürlich jeder Guard mit dem Ballermann lohnt sich übelst. Einfach keine Sorgen mehr. Mega gut, ey. So, genehmigen.
Also, gucken wir mal rein hier in den Miner. Da ist er. Sehen wir was? Wie Sie sehen. Wie Sie sehen, hier sehen wir es. Hier sehen wir es. Jetzt sind wir voll drin, Alter. Ist gerade noch so ein bisschen. Code des Minings, bla bla bla. Läuft. 31, Watt, irgendwas Kilostunden. Ich habe keine Ahnung, wie viel das da jetzt gerade in Gänze ist, aber ich glaube, es lübt. Und wir müssen hier natürlich nochmal gucken, wo war das? War das hier im Internet oder was? Ich glaube, ja, genau. Oh, wir haben 4 E-Mails. Aber das ist nur... Ja, der Bouncer bestätigt immer, wie viele Leute er umhaut. Dankeschön dafür. Direkt in den Spam-Ordner damit. Und hier bei Krypto sehen wir dann hoffentlich, wie viel wir im Portfolio haben. Ich sehe es nicht so ganz. Doch da, 0,2 Bitcoin. Wird das denn jetzt mehr mit der Zeit? Ja, da wird es mehr. 0, Alter, der hat auf per EC 600 Ocken gezahlt. Übelst die Kohle. Und ja, und jetzt wird es hier so langsam mehr, ne? Es wird langsam mehr. Wenn wir das jetzt hier mal eingeben, 0,243 sind immerhin nebenbei schon mal 6000 Ocken auf dem Kopf. Schon mal extra. Also, ist schon mal ein bisschen was dazugekommen. Ich muss sagen, der Riesenburner ist es nicht. Da macht man alleine hier mit dem eigentlichen Geschäft, macht man, glaube ich, mehr Kohle. Zumal man auch nicht wirklich sehen kann, wie die Kurse verlaufen und so weiter und was da irgendwie beeinflusst. Ich glaube, das ist einfach komplett random. So, Elden, jetzt müssen wir uns aber erstmal hier schnell wieder um den Duft kümmern. Wie sieht's denn aus? Jetzt guckst du dir an. Alles schon wieder voll gemieft. Ich glaube, da liegt auch an der Küche, ey. Das ist der Hammer. Und er raucht ja auch. Ja. So. Ei, ei, ei. Ich habe einen Sprühdosenverbrauch, das ist schon nicht mehr feierlich. Wenn du vielleicht weißt, wie man das ändern kann, dass hier mal ein bisschen frische Luft durchweht. Ich habe hier überall Ventilatoren und hier die Klimaanlagen und Sprühdosen. Ich weiß es nicht, ob die einfach nur so müffeln hier, die ganzen Leute oder was. Ich kann es auch echt nicht nachvollziehen. Ich hatte auch letztens hier auf dem Klo so einen Haufen... Haufen liegen. Das ist doch nicht euer fucking Ernst. Was? Alter, wie es hier wieder aussieht. Wo ist der Wischer? Kann ich da dran? Was ist denn mit euch ekligen? Wo? Was ist denn hier los, Alter? Und ich krieg diese Scheiße nicht weg. Wo ist der Sauger? Ey! Ekelhafter Scheiß, Alter. Kein Wunder, dass das hier so stinkt, ey. Abgefahrener Scheiß, ey. Ich habe keine Ahnung, was man da macht. Wir machen mal eben den Laden zu. Zack, Strom aus. Und sehen uns dann am nächsten Tag im Shop. So, frisch aufgestanden. Erstmal schön ein Durchbubbeln. Und wir rennen erstmal wieder rein in den Laden. Und ich würde sagen, wir basteln uns heute erstmal den nächsten Raum. Das heißt, wir machen mal einen Raum komplett fertig fürs Gaming. Das ist ja geil, Alter. Hier kommt der Panda-Bär auf einmal anmarschiert, kommt zur Arbeit und gibt wieder Gas. Sehr, sehr cool, ey. Lass dir die hängen, Alten. Gib Gubi. Und tanz für mich. Tanz. Oh, warte mal. Nochmal anmachen hier. So. So, Laden geöffnet. Und ich würde sagen, wir checken mal eben die Temperatur und das Klima. Es stinkt nicht. Perfekt. Temperatur. Es ist angenehm warm. Hier in der Ecke wird es auch nicht besonders wärmer oder sowas. Alles gut. Was ist mit den Haufen? Die sind immer noch da. Alter, das kann doch nicht sein. Was kann man denn dagegen machen? So, die Leute kommen rein. Ich würde sagen, wir starten erstmal hier wieder unser Business und gucken in der Zwischenzeit schön nach, wie wir denn unseren Shop hier verbessern können. Hier haben wir noch, ja, nächste Etage sozusagen. 35 Quadratmeter extra, das gönnen wir uns mal. Wir haben jetzt satt Kohle, Kratsching, und wir gönnen uns auch die nächste Ebene ganz oben. Ich frage mich, wie wir da den Staubsauger hochkriegen. Kratsching.
Und dann gehen wir mal nach oben und gucken uns das im Detail an, wie das jetzt aussieht. Ob der hier hochfährt, der Staubsauger? Alter, wir haben hier richtig Platz. Irgendwas flickert hier komisch rum. Aber hier haben wir richtig Platz. Hier kommt nochmal eine Area hin. Schön mit ein paar Tischen. Extra, ich sag mal, hier vielleicht ein Bereich nur PC. Hier kommt ein Bereich extra nur für die Konsolen. Und dann ist das doch gut, oder? Beziehungsweise wir können auch hier noch... Ah, der kommt hier echt hoch. Oh, dann hat er jetzt aber viel zu tun und weite Wege. Wir machen hier vielleicht noch so eine Area für VR. Ich muss mal darauf achten, was am meisten Kohle bringt. So, wo wir doch jetzt so schön ausgebaut sind, müssen wir natürlich auch wieder shoppen. Das heißt, wir gehen erstmal hier rein ins Internet. Kurz die E-Mails checken. Jawohl, alles gut. Gehen hier auf Zamazor und kaufen uns jetzt den geilen Scheiß. Wir brauchen keine Automaten mehr. Wir brauchen als erstes Klimaanlagen, würde ich sagen. Wir gönnen uns erstmal für den Raum oben, ich würde sagen 1, 2, machen wir vielleicht mal nur 4 Stück. Reicht, glaube ich. 4 Klimaanlagen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob es das richtig, ob es das bringt, aber wir holen dafür noch 4 Ventilatoren. Wir brauchen Gaming-Stühle Deluxe. Würde ich sagen, auch erstmal nur 4 Stück. Wir brauchen Tische. Und zwar hier diese Gaming-Tische. Wir nehmen den hier, ist der teuerste. Oder, was ist hier? Der hat auch, die haben beide den gleichen Preis. Gamer-Table. Ich kaufe den mal. Einmal. Und dann lassen wir uns das erstmal alles schicken. Beziehungsweise wir holen auch schon mal 4 Stühle. Das wird gleich ein übelstes Geraffel. Da kommt gerade gleich so viel Gedöns. Und dann kommen auch noch... Ah ne, Stühle haben wir schon. 13 Artikel. Alter, 12.000. Erstmal schicken. Alter, da kommt der anmarschiert. Der Camel Prime. Bester Sub, Alter, der Prime. Ah, ich mach mal ein bisschen Abstand, das ist vielleicht nicht ganz so laut. Alter, der lädt... Der lädt richtig ab hier, ey. House of Ride, Alten, dankeschön. Alter, jetzt muss ich das... Oder war der Bomberman wieder? Jetzt muss ich hier das gesamte Geraffel hier alles reinschleppen. Zum Glück habe ich noch ein bisschen Platz im Inventar. Mach ihn platt. Guck mal, die Frau hier will ordnungsgemäß will die zahlen. Und keiner nimmt ihr die Kohle ab, ey. Dankeschön. 700 Ocken. Und das riecht hier schon wieder, Alter, wie in so einem Puma-Käfig. Unglaublich, ey. So. Ich weiß nicht, was die Leute machen, ey. Ich glaube, die kommen hier extra mit ungewaschenen Socken. Extra kommen die hier rein. Extra. Und den ganzen Hausmüll nehmen die auch noch mit, ey. Ich sage es, wie es ist. Die kommen hier hin. Alten, deckst du den Müll mit runter? Nehmen wir den Müll mit runter, ne? Ja, ja, nehme ich den Müll mit runter. Und dann nehmen die den Scheißmüll mit runter und schmeißen den in meinen Laden, Alter. Hundertprozentig. So. Also, Taschen leer machen. So. Ich weiß nicht, was mit der CD ist, Alter. Ich weiß es wirklich nicht. Ich schmeiß die auch erstmal hier auf den Tisch. Zack. Und dann muss ich hier alles auspacken. Alter, heute großes Unboxing. Ohne Scheiß, Alter, das ist die absolute Katastrophe. Du musst hier jeden einzelnen Kack musst du hier einpacken. Zum Glück habe ich dann schon den größeren Rucksack oder den größten für 3000. Absolute Katastrophe, ey. Zack, 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 zack. Jedes Ding hier. So, lass mal eben durch hier. Ich bin schwer beladen. Okay. Wir packen erstmal die ganzen Sachen hier oben hin. Bisschen aus dem Weg. Hauptsache Platz. Okay, ich habe alles ausgepackt. Die ganzen Stühle sind schon mal da. Die Ventilatoren sind alle da. Die Klimaanlagen schon mal alle platziert. Und das Teil ist tatsächlich, ja, ein Gaming-Tisch. Hat jetzt ganz normal auch, ja, 10... nee, die maximalen Points, 5 Points. Ich glaube, ich baller die einfach mal hier oben hin. Dann machen wir vielleicht hier einfach den PC-Bereich, hier Konsole. Ich weiß es noch nicht genau wie. Ich baue das mal auf und bestelle einfach auch nochmal ein paar Gerätschaften sozusagen, noch ein paar Tische. Und dann haben wir das so ein bisschen platziert und die ganzen Computer bauen wir natürlich auch noch gleich zusammen.
So, jetzt habe ich gerade ein bisschen überlegt, was machen wir denn hier am besten? Ich würde sagen, wir machen unten die komplette VR-Area, direkt hier im Eingangsbereich. Dann können Sie hier schön alle... Hau ihn! Dann können Sie schön alle hier rumfuchteln unten in dem Bereich. Und wir machen oben einfach die Gaming-Area für PC und für Konsole allen. Heißt also, wir brauchen hier noch so ein Konsolending. Und auch da nehmen wir natürlich hier einfach das Teuerste vom Teuren, einfach die 5 Sterne, zack, 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 4 Stück. Wir brauchen dafür nochmal extra mehr Stühle, aber das machen wir, glaube ich, gleich in der nächsten Lieferung. Und wir holen uns für unten, für den VR-Bereich, was haben wir da stehen? Einer steht schon, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alter! Also, 6-mal das VR-Teil, das ist heftig. Ich würde sagen, wir machen erstmal 4, bestellen das Ganze und gucken, was geht. Alles klar, wir haben oben erstmal schön ein bisschen aufgeräumt, aufgebaut alles. Es ist mittlerweile alles wieder picobello sauber, richtig gut. Ich habe gerade noch ein paar Stühle dazu gekauft und jetzt geht es natürlich ans Eingemachte. Wir brauchen einen ordentlichen PC. Fangen wir natürlich erstmal hier schön an mit, was brauchen wir? Controller, nee, Paintings auch nicht, Mauspad, klar. Das Wichtigste ist ein geiles Mauspad, Alten. Ist doch klar. Also, wir brauchen irgendwie so ein Mauspad, was auch immer, 5 Sterne Deluxe, irgendwas für den höchsten Preis. Wir wollen hier einfach viel bieten. Also nehmen wir hier einfach, keine Ahnung, davon. 1, 2, 3, 4. So, next, wir brauchen eine geile Maus, eine geile Gaming-Maus. Nehmen wir, die kosten alle gleich. 1, 2, 3, 4. So, dann brauchen wir Monitore. Monitore, Gaming-Monitore. Nehmen wir natürlich hier Gaming-Monitor, 4 Sterne, 5 Sterne. Kostet 1500. 1, 2, 3, 4. Dann brauchen wir... Jawohl, ein paar ordentliche... Tastaturen. Dann nehmen wir hier die kitschigen. 1, 2, 3, 4. Und Stühle haben wir. Da oben. Jawohl. Dicke, fette Kampfmaschinen. Wir wollen hier richtig Gaming machen. Also 1, 2, 3, 4. Ordentlich Cash gleich wieder ausgegeben. 27.000 Ocken. Kratsching. Und jetzt warten wir wieder aufs Kamel. So, für den Notfall haben wir schon mal einen Feuerlöscher hier oben hingestellt. So sieht hier schon die nächste Area aus. Ich bin hier fleißig am Rumbasteln und am Bauen. Wir brauchen jetzt natürlich hier noch die fehlenden ganzen Komponenten. Gucken wir mal, dass wir hier einen Tisch komplett zusammengebaut kriegen. Wir brauchen natürlich einen Stuhl davor. Zack, Stuhl auch relativ nah dran gestellt. Jawohl, Häkchen dran. Was brauchen wir noch? Wir brauchen eine fette Kampfmaschine, Alter. Einen richtig geilen Rechner. Zack, komm auf den Tisch damit, fertig. Dann brauchen wir natürlich ein schniekes Mauspad, Delicious Mauspad 500, so ein Mega-Dingen. Zack, einen ordentlichen Monitor da dran gestellt, jawohl. Komm mal ran hier, bisschen drehen. Zack, Tastatur da drauf, auch nochmal gedreht. Na komm, flipp hier nicht so durch. Und wir klatschen natürlich noch eine geile Gaming-Maus drauf, Alter. So, auch noch ein bisschen gedreht. Ab. Geht da. Läuft. Der Spot ist aktiv. Der Spot ist auch aktiv. Und hier wartet er auch schon. Also gehen wir erstmal ran hier schnell und geben grünes Licht. Die Leute wollen ja hier schnell, 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 schnell. Wollen ja zocken, ne? Und es wird halt jetzt schon fast ein bisschen stressig. Ich habe hier unten schon mal ein bisschen umgeräumt, hier die ganzen Automaten zur Seite geräumt. Hier kommt ja die VR-Area hin. Alles voll VR. Die beiden Dinger, die werden auch nach oben gestellt. Sehr viel Geraffel gerade. Und ich hoffe, das kriegen wir alles noch hin. In den nächsten Tagen wird es natürlich noch mal ein bisschen stressig hier. So, und jetzt haben wir es hier endlich geschafft. Hier, kratsching, die letzte Station ist gebaut. Abgefahren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Gaming-PC-Station sind platziert. 8 kommt vielleicht noch dazu. Hier ist noch ein bisschen Platz.
Aber im Moment haben wir jetzt erstmal hier 7 Plätze zum Zocken. Ich hoffe natürlich, dass jetzt hier die Kunden reinrasseln und schön jedes Mal 5, 6, 700 da lassen. Dann hat es sich übelst gelohnt. Wir werden hier demnächst natürlich noch ein bisschen an der Deko rumschrauben und hier noch ein bisschen tun und lassen und mal gucken, was wir noch machen können. Im Großen und Ganzen die Basis steht. Wie gesagt, hier kommt vielleicht nochmal ein Achter hin. Dann haben wir hier 8 Plätze fürs Gaming. Dann kommt hier der Bereich Konsole hin und unten kommt natürlich der Bereich VR hin. Das allerdings sehen wir dann im nächsten Video. Von daher gerne einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren und dann sehen wir uns halt beim nächsten Mal, wenn es hier wieder heißt Internet Café Simulator 2. Ab geht's. Bis dahin. Wow.